Das letzte Video ist bei euch sehr, sehr gut angekommen, dafür muss ich mich wirklich nochmal bedanken. Und heute in diesem Video werden wir folgendes Perkbild ausprobieren. Brutal Strength, Call of Brine, Oppression und Scorchhook Pain Resonance, sorry für den Jumpscare, zusammen mit den Addons Iridescent Videotape und Tape Editing Deck. Bedeutet, wir haben sowohl ein Gen-Control-Bild als auch starten alle Survivor mit einem Videotape in der Hand. Und ich glaube, das sollte eigentlich funktionieren. Vielleicht wird es das, vielleicht nicht, es ist immer noch Onryo. Im Endeffekt sind alle Matches irgendwie ein Gamble. Ich würde aber sagen, joint gerne in meinen Discord-Server, wenn ihr es noch nicht getan habt. Folgt mir gerne auf TikTok, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Das ist eine Map, auf die ich mich nicht gefreut habe. Es ist nicht meine Lieblingsmap. Ich glaube, ich habe schon mal in dem Pinhead-Video gesagt, dass diese Map halt echt einer meiner schlechtesten Killer-Maps ist. Ich komme auf der Map gar nicht klar. Da vorne haben wir schon die Claudette. Nice. Und sie hat mich auch direkt gesehen. Das ist leider nicht so nice. Mal schauen, ob ich sie irgendwie off-guard erwischen kann. I mean, sie hat mich gesehen. Also das wird natürlich nichts mehr. Aber trotzdem schaue ich mal, dass ich hier irgendwie was reißen kann. Ich würde gerne mein Gen-Control-Bild so ein bisschen verwenden. Aber ich habe Angst, dass ich gar nicht erst dazu komme. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass sie mich Gen-Rushen werden. Vor allem, weil dieser Chase schon viel zu lange geht. Ah, da bist du ja, Claudette. Ja, ja, Teabag. Warum hat die geteabagged? What the fuck? Was soll das? That's fucking rude. Ja, dann ist die Steigpalette schon mal weg. Das ist ja eigentlich ganz okay. Mann, ja, ich muss gehen. Ich verbringe viel zu viel Zeit mit diesem Chase. So, mal schauen. Ist hier ein Survivor? Mehr oder weniger. Nee, nicht wirklich. Nice, da habe ich sie endlich. So, dann hebe ich die mal eben auf, bevor mich hier irgendjemand stunnen kann. So, mal schauen, welcher Generator hat den meisten Progress? Ich werde es natürlich jetzt nicht wissen, aber ich kann natürlich so ein bisschen guessen. Und hier war jemand. Hier sind Scratchmarks. Die Nancy hat probiert, mein Totem zu machen. Nancy Schmieler, kommen Sie her. So, bekommst du mal einen Hit drauf. Und sie geht nach links. Warum geht sie nach links? Wegen der Palette? Nee, sie läuft einfach nur so hier lang. Die hätte einen viel besseren Weg nehmen können, to be honest. Nice, okay, da habe ich sie. Soll ich schlagen? To be honest, ja doch, mache ich. So, dann bekommt sie einmal hier das Mending drauf und dann gehe ich direkt zurück zur Palette. Okay, ich gehe zurück, denn ich glaube, die Claudette wird sie gleich aufheben, kann ich mir vorstellen. Oh Gott. Okay, ich muss sie aufheben. Jetzt oder nie? Gut, hier ist ein Painless Strike, dann kommst du mal eben dahin. Ich habe mein Bild noch gar nicht verwendet. Hier sind sie tatsächlich alle. Das wäre jetzt ihr zweiter Haken. Ja, die Palette wird sie werfen. Aber ich habe ein Glück, Brutal Strength bedeutet, das ist kein Problem. Claudette, komm her, was rennst du? Why are you running? Why are you running? Ja, da bin ich einfach reingelaufen, weil, keine Ahnung. Da habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen, noch großartig anzutäuschen. So viel Distanz würde sie jetzt eh nicht machen. So, ich täusche mal eben hier an. Das Mindgame sollte eigentlich immer funktionieren. Ja, und auch hier tut es. Gut, dann ist das ein zweiter Haken. Aber ich habe hier keinen Painless, soweit ich weiß, oder? Mehr oder weniger. Aber nee, die sind hier direkt zum Bodyblocken. Oh, da könnte ich ja schon wieder kotzen. Ja, gut. Oh Gott, no! Was soll das? Ich fühle mich gemobbt. Lass mich in Ruhe spielen. Yunjin. Das war's dann auch mit dir. So, hier ist jemand. Ja, die Nancy. Dann hau ich da mal eben gegen. Okay, das ist dann dein erster Haken. Irgendwo war jemand an einem Generator. Wurde direkt geabhakt. Ah, da, nice. Da hat sie einen Hit getankt. Ich werde direkt wieder für die Yunjin gehen. Okay, das war off the record, I guess. Ich glaube nicht, dass das ein so gut getimter Dead Heart war. Holy shit. What? Zwei Generatoren? Wow. Okay. Ich muss mich echt ein bisschen sputen, tatsächlich. Also ich brauche diesen Pain Rest hier wirklich jetzt. Am besten seit gestern. Gut, dann mal schauen. Ich glaube nicht, dass wir das noch rumreißen können. Ich habe keinen Node, ich habe gar nichts. Also ich bin wirklich am Arsch, sobald es irgendwie in Richtung Endgame geht. Schade, ich dachte, ich könnte sie hier outplayen. Konnte ich tatsächlich nicht. Sie wird warten, oder? Nee, sie wird gar nichts machen. Ich warte mal eben hier. Damit hat sie nicht gerechnet. Aber gut, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass ich das nicht hitte.
Dann schaue ich mal eben. Die sind hier nach links gelaufen, ja. Die Claudette ist auch tot am Haken, meine ich. Ja, die Claudette ist tot am Haken. Die spielt das aber richtig sicher. Die Claudette ist auch die ganze Zeit condemned. Die kümmert sich gar nicht irgendwie darum. Also die holt sich gar keine Tapes ab oder so. Was ich verstehen kann, warum sollte sie auch? Oh, okay, das war... Was war das, Yunjin? What the fuck? Die hat eine Challenge, 100%. Oh Gott. Ja, die Palette muss ich brechen. Das sah so goofy aus, oh Mann. Bitte keine Flashlight Blind. Ja, yeah, danke. Ja, ja, Tanken-Hit. Ich kann alle Hits wirklich nehmen, liebend gerne, die ich kriegen kann. Denn umso mehr Hits ich bekomme, umso besser sind meine Chancen, irgendwie noch einen zweiten Kill reinzuholen. Ich teleportiere einmal und dann kicke ich hier gegen, wegen Oppression. Und da vorne ist sie. Super. Oh, wow. Ja, da war ich ein bisschen impatient. Funktioniert das Mindgame nochmal? Sollte eigentlich, ja. Was für eine Frage. Natürlich funktioniert das. Oh, Claudia. Ja, ich muss ihn nochmal gegen kicken. Jetzt sollte ich es eigentlich schaffen. Diese 2,5%, die nochmal extra abgezogen wurden, sollten dafür sorgen, dass ich jetzt noch einen Painrest bekomme. Ja, das funktioniert. Nice. Da ist sie aber direkt schon wieder dran. Das ist ja wie die Ratten. Da wurde geunhockt. Oh mein Gott. Wenn ich die Claudette bekomme, dann habe ich noch einen zweiten Kill sicher. Was macht die? Was hat... What? Ich verstehe es nicht. Diese Claudette, die ist so weird. Die Claudette memt halt auch irgendwie nur rum. Aber okay, darf sie auch. Ja, die hat mit Off the Record einen Hit getankt. By the way, wenn ihr so ein Auto-Hupen hört, das ist in-game. Das ist tatsächlich bei Onryo irgendwie mit der Power verknüpft. Ich habe keine Ahnung warum, aber das ist tatsächlich so. Okay, da ist sie tot. Dead Heart. Kein Dead Heart. Ja, dann würde ich sagen, ist das doch ein solider 2K. Ich hätte es wahrscheinlich irgendwie besser spielen können, aber wie gesagt, es ist die Killer-Map, wo ich wahrscheinlich die niedrigste Killrate habe. Es gibt kaum eine Map, wo ich wirklich weniger Kills habe als auf dieser Map. Dementsprechend judge ich mich da auch gar nicht für. Das ist, ja, vollkommen okay. In 2K ist alles, was ich wollte, um ehrlich zu sein. Komm, kann ich zumindest noch einen letzten Hit bekommen? Mehr möchte ich doch gar nicht. Ein letzter Hit, Nancy. Komm, oh. Oh Mann, schade. Aber okay, das war eine gute Runde. Das hat Spaß gemacht. Ruthless Killer, also ein Pip dementsprechend. Dann, ja. GG, well played all. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Abonniert gerne diesen Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Geht gerne in meinen Discord-Server, jeder ist willkommen. Folgt mir gerne auf TikTok, Link dazu in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Video.